Vier Tage lang Junggesellenabschied, reichlich Alkohol und wilde Ausflüge in Südafrika. Gastronomie-Millionär Andrew Lee will das schwedische Model Sophia heiraten. Leider gibt's dabei jede Menge Probleme. Warum das leicht chaotische Pärchen die Feier fast zum Platzen bringt und wer von beiden nicht so richtig aus den Strümpfen kommt, wir begleiten eine Millionärshochzeit, die Staub aufwirbelt. Hi, ich bin Andrew Lee und das ist Sophia. Wir werden hier in Kapstadt heiraten. Willkommen bei unserer Hochzeit. Und womit beginnt jede Hochzeit? Klar, mit dem Junggesellenabschied. Der 36-jährige Clubbesitzer und Jungmillionär aus Kapstadt will es in den Tagen bis zur Eheschließung richtig krachen lassen. Ich habe Junggesellenabschied und darf machen, was ich will. Was damit gemeint ist, ahnt jeder, der eine Hochzeit hinter sich hat. Hoch die Tassen und dummes Zeug reden. Und da bei Andrew an diesem Tag der Alkohol ziemlich flott wirkt, klappt das schon gegen Mittag ganz prima. Haben Sie einen Hochzeitsplaner oder sowas? Nein. Nein. Sie organisieren alles selbst? Ja. Ja, wir machen es am Donnerstag. Freitag ist die Hochzeit. Wir organisieren alles am Donnerstag. 24 Stunden reichen. Gary, was machst du am Donnerstag? Du könntest unser Hochzeitsplaner sein. Also, wir brauchen Blumen. Und einen Pfarrer haben wir auch noch nicht. We need a minister. We actually don't have a minister. Ich mach den Pfarrer. Tja, damit wäre ein Problem schon mal geklärt. Darauf nen Shampoos. Einige Kilometer entfernt, in Camps Bay, fährt gerade Andrews künftige Frau Sophia, ein schwedisches Model, bei ihrem Junggesellinnenabschied vor. Hi! Na, wie findest du meine Brille? Ich brauche jetzt erstmal einen Drink. Sie merken schon, die Brautleute haben durchaus identische Interessen. Und Sophia hat sogar gleich doppelten Grund, ordentlich zu bechern. Geht's doch bei ihr nicht nur um die Hochzeit, sondern auch darum, dass sie morgen auch noch 30. Geburtstag hat. Was drin ist? Na, Champagner. Wahrscheinlich ist es nicht die schlechteste Idee, sich schon mal an die Schnabeltasse zu gewöhnen, denn Sophias Freundinnen sind auch ziemlich hart im Nehmen. Eine tote Maus zum Beispiel, serviert von der Hauskatze, würde sonst wohl viele Damenkränzchen zum Scheitern bringen. Hier am Kap der guten Hoffnung wird sie zum makabren Partyspaß. Das ist krank, tut mir echt leid. Und in Sachen Geschenke kann es irgendwie auch nicht extrem genug sein. Im Vordergrund steht bei den Ladies nicht, möglichst teure Präsente zu überreichen, sondern scheinbar findet hier der Wettbewerb statt, was geht am tiefsten unter die Gürtellinie. Aber warum sollte es bei den etwas vermögenderen Menschen anders laufen als bei jedem anderen Junggesellinnenabschied? Danke, Jenny. Das war eine gute Wahl. Sie wird es mögen. Ich bin sicher, das werde ich. Sophias künftiger Ehemann, der Clubbesitzer und Millionär Andrew Lee, hat mit seinen Kumpels inzwischen eine schnuckelige kleine Yacht geentert. Bei 30 Grad kommt natürlich auch hier die Flüssigkeitsaufnahme der Herren nicht zu kurz. Und Andrew nutzt die Zeit, uns zu erklären, wie er seine Traumfrau eigentlich kennengelernt hat. Es war der Morgen nach Silvester, so um 6:30. Ich erinnere mich nur an diese wunderschöne Frau, die an mir vorbeiging. Mir fiel die Kinnlade runter und ich habe nur noch gestammelt. Das war so blamabel. Ich wollte was sagen, aber bekam kein Wort raus. Man könnte erwarten, dass er aus diesem Vorfall gelernt hat, dass zu viel Alkohol Kontrollverlust bewirkt und Probleme mit sich bringt. Leider ist das nicht der Fall. Und sowas ist gar nicht gut, wenn man eine Hochzeit plant. Ein paar Kilometer weiter feiert eine Frau, die ihr Leben grundsätzlich verändern will. In 2 Tagen wird Sophia, ein schwedisches Model, den südafrikanischen Multimillionär und Clubbesitzer Andrew Lee heiraten, wenn nichts schief geht. Jetzt aber ist Mädelsparty mit Massage, sexy Kellner, der bei Bedarf auch mal mit in den Whirlpool steigt und mit einem Lapdance-Kurs. Und da tut sich besonders die Braut hervor. Ist das jetzt Talent oder Erfahrung? Lass mich überlegen, das erste Mal war... 1963. Hey, du Schlampe. Nee, das war heute das erste Mal. Es hat Spaß gemacht. Zeigst du das bald deinem Mann? Naja, mit noch ein paar Gläsern Champagner kriege ich vielleicht das Selbstvertrauen.
Sophias künftiger Ehemann Andrew ist auch gerade dabei, sein Selbstbewusstsein weiter aufzubauen. Mit seinen Kumpels hat er eine Strandbar in Camps Bay gestürmt und die Entscheidung, hier zu stoppen, trägt zum Wachstum der Gruppe bei. Nein, es kommen keine Mädels dazu. Vielmehr trifft Andrew seinen zukünftigen Schwiegervater und noch ein paar weitere Mitglieder seiner künftigen schwedischen Verwandtschaft. Für die Kneipentour muss eine zweite Limo her. Hey Andrew, welches Auto nimmst du denn? Ich fahre mal mit den Schweden. Der feuchtfröhliche Junggesellenabschied hat natürlich auch seine Kehrseiten, vor allem für den Bräutigam. Einige alberne Spielchen, die zur großen Erheiterung von Andrews Freunden und seiner Schwiegerverwandtschaft beitragen, findet der Millionär nicht ganz so klasse. Gib ihm mal ein paar Augen, mach da mal Löcher rein. Im Grunde hat Andrew kein Problem damit, auch mal peinlich aufzufallen. Doch die Stimmung des 36-Jährigen wird gerade nicht unbedingt besser. Das ist schwierig. Was ist denn das? Lipgloss. Lipgloss in Pink. Und als Andrew erfährt, dass er in diesem Outfit den Rest des Abends verbringen soll, ist endgültig Schluss. Leute, da ist doch die verdammte Kamera dabei. Muss ich das wirklich machen? Warum denn? Los, du musst gehen. Ihr könnt mich mal. In 48 Stunden will Andrew heiraten. Jetzt aber ist er stinksauer. Sind seine Verwandten und seine Freunde zu weit gegangen? Sophia feiert bereits seit Tagen in Kapstadt. Gestern noch Junggesellinnenabschied, heute ihren 30. Geburtstag. Und im Moulin Rouge-Look will sie ihren künftigen Ehegatten überraschen. Multimillionär und Clubbesitzer Andrew Lee. Treffpunkt ist eines seiner eigenen Varietés. Andrew hat allerdings einen etwas bedauernswerten Gesamtzustand, da auch er in den letzten Tagen den Abschied aus der Ehelosigkeit ziemlich kräftig gefeiert hat. Hey, Babe, lebst du noch? Du siehst ziemlich heiß aus, Liebling. Die beiden Feiernasen haben sich jetzt natürlich viel zu erzählen. Was hast du gestern gemacht? Es hat Spaß gemacht. Ziemlich relaxed. Wir waren auf dem Boot, haben uns betrunken und sind dann rumgezogen. War wirklich spaßig. Also, ich weiß zwar nicht mehr viel, aber ich glaube, es war echt super. A lot of fun. I don't know what happened from early in the hours there. I lost her somewhere on the way. You know what I got? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe jetzt eine Urkunde als geprüfte Lapdance-Tänzerin. Meine Freundin hat mir das beigebracht. Wirklich? Ja, vielleicht zeige ich dir später mal ein paar heiße Moves. Yeah, maybe I'll show you a few moves later. Noch allerdings haben die beiden samt zur Hochzeit angereister Verwandtschaft ein straffes Abendprogramm vor sich. Nach der Varieté-Show wird direkt die Stretch-Limousine gestürmt. Ich komm da nicht rein, weil mein Rock zu eng ist. Geh einfach rein. Man macht sich aus der Stadtmitte Kapstadts auf den Weg ins 10 Kilometer entfernte Camps Bay. Im Nobelstrandort hat Andrew Lee nicht nur ein Strandhaus, sondern auch einen Disco-Club, in dem die Schicki-Szene gern mal versackt. Da kann man natürlich auch mit Verwandten und Freunden ganz nett feiern. Eins allerdings fragen wir uns schon den ganzen Abend. Was hat der Jungmillionär seiner Frau eigentlich zum Geburtstag geschenkt? Gesehen haben wir nix. Ja? Du Held, was war das noch gleich? Ja, es kommt noch eine Überraschung und die wird am Montag geliefert. Und wissen Sie was? Er hat mir versprochen, dass es super teuer ist und wunderschön. Dann zeigen Sie uns mal die Ferrari-Schlüssel. Habe ich nicht dabei und es ist auch nicht wirklich ein Ferrari, aber es hat vier Räder. Glatt gelogen. Der Bräutigam hat schlicht vergessen, ein Geschenk zu besorgen und präsentiert deshalb am nächsten Morgen eine Verlegenheitslösung, die wohl nur einem Mann als Geburtstagsgeschenk einfallen kann. Don't look, you're not supposed to look. Happy birthday, my baby. Happy birthday to you. Hey, we're gonna helicopter. Wir machen einen Helikopterflug, wir beide. Es handelt sich um einen sogenannten Combat Flight, quasi Achterbahn mit dem Heli.
Perfect. Morning. Surprise. Überraschung. Wenn das jetzt ein Geschenk für mich sein soll, was machen dann deine ganzen Freunde hier? Na, wenigstens Sophias Cousine ist dabei. Klingt ja nicht sehr übercool. Ist das nicht der Heli, der kürzlich abgestürzt ist? Das kannst du doch so nicht sagen. Das ist das Vietnam-Helikopter-Ding. Das Ding hat keine Türen. Dafür muss man erst mit seinem Leben abgeschlossen haben, oder wie? Denk nicht drüber nach. Unterschreib einfach. Ein Ratschlag, der doch ein bisschen nachdenklich macht. Ich glaube, ich ändere gerade meine Meinung. Die Furcht ist berechtigt, denn was Andrew vorhat, ist tatsächlich lebensgefährlich. Sophia, schwedisches Model und demnächst mit Multimillionär Andrew Lee verheiratet, weiß noch nicht so genau, ob sie den bevorstehenden Hubschrauberflug wirklich genießen kann. Ihr zukünftiger Gatte hat ihr einen Combat Flight geschenkt, das heißt so viel wie Achterbahn in der Luft. Ein typisches Männergeschenk, aber Andrew ist nichts Besseres eingefallen, nachdem er den Geburtstag seiner Frau schlicht verpennt hat. In 2 Tagen wollen die beiden heiraten. Ob es da Sinn macht, sein Leben bei einem Ausflug zu riskieren, bei dem man vorher unterschreibt, im Falle eines Unfalls auf alle Ansprüche zu verzichten? Nun ja. Sie merken schon, Sophia findet's irgendwann gar nicht mehr so schlecht. Bloß nicht drüber nachdenken, dass irgendwelche Steil- und Sturzflüge gar nicht so ungefährlich sind. Und dass die Tatsache, dass der Hubschrauber sich teilweise bei über 200 Stundenkilometern nur knapp 2 Meter bei dem Boden befindet, zu den Dingen gehört, die aus Sicherheitsgründen in den meisten Ländern dieser Welt verboten sind. Einzig der Brautjungfer scheint das irgendwie bewusst zu sein. Nicht gerade schön, so etwas. Dem Himmel sei Dank dauert der Flug exakt so lange, dass die Kapazität der vorsichtshalber gereichten Brechtüten ausreichend ist. Nach knapp 40 Minuten auf und ab sind die Abenteurer wieder zurück am Kapstädter Heliport. Auch wenn es nicht für alle schön war, zumindest Andrew fühlt sich super. Und auch Sophia ist inzwischen begeistert von der Überraschung ihres Zukünftigen. Der Flug war echt super. Ich glaube, das ist genau mein Ding. Ich glaube, das wird mein Hobby. Man weiß nicht genau, ob es die Freude darüber ist, überlebt zu haben, aber Sophia und Andrew geben im Verlauf des Abends erneut richtig Gas an der Flasche. Die Verwandtschaft trifft sich bei Essen und Wein und 2 Tage vor der Hochzeit darf sich auch das Brautpaar erneut nicht drücken. Doch den beiden scheinen die ständigen Trinkgelage langsam etwas viel zu werden. Auf jeden Fall sind sie in der Nacht plötzlich spurlos verschwunden. Keiner weiß am nächsten Morgen, was los ist. Wir entschließen uns, von Kapstadt knapp 80 Kilometer nach Wellington zu fahren, wo die Hochzeit am nächsten Morgen stattfinden soll, und entdecken dort auf einer Liege am Pool Erstaunliches. Das ist in eine einwöchige Dauerparty ausgeartet. Wir haben jetzt einfach entschieden, hier zu sein und zu relaxen. Wir wurden massiert, jetzt schwimmen wir ein bisschen und danach geht's zur Entspannung in den Whirlpool. Heute Abend gibt's dann noch ein kleines Dinner, aber das ist wirklich alles. Wir sehen keinen, sprechen mit keinem und das Telefon bleibt definitiv ausgeschaltet. Das ist ebenso interessant wie auch merkwürdig, denn in knapp 36 Stunden wollen die beiden vor den Traualtar treten. Und irgendwie hilft es ja schon, wenn man als Brautpaar so kurz vorher erreichbar ist, um sich in die Planung mit einbeziehen zu lassen. Doch Andrew und Sophia ist das offenbar völlig egal. Bis in die späten Abendstunden kümmern sich beide nur um sich selbst, was ja durchaus ganz schön sein kann. Aber hoffentlich gibt es deswegen am kommenden Tag, unmittelbar vor der Hochzeit, kein böses Erwachen.